Überall in Deutschland arbeiten kreative Köpfe an Zukunftsthemen. Für eine nachhaltige Entwicklung und ein besseres Leben. Um Forschung voranzutreiben und neue Ideen in die Praxis zu bringen, gibt es die Hightech-Strategie der Bundesregierung. Sie zielt darauf ab, dringende Fragen unserer Gesellschaft zu beantworten, Technologieentwicklung gesellschaftlich einzubetten und eine offene Kultur für Innovationen und Start-ups zu schaffen. Es geht um technische und soziale Innovationen. Sie ändern, wie wir uns bewegen, wie wir uns heilen, wie wir mit der Natur umgehen und wie wir unsere Arbeit organisieren. Die Politik orientiert sich an 12 Missionen, um diese Kräfte zu bündeln. Jede Mission fokussiert auf einen konkreten Bereich unseres Lebens, wie zum Beispiel den Krebs zu bekämpfen, Plastikeinträge zu verringern oder die Industrie treibhausgasneutral zu gestalten. Bei der Umsetzung der Hightech-Strategie wird neues Forschungswissen in Umlauf gebracht, schaffen revolutionäre Ideen den Durchbruch und es werden Weiterbildungsprogramme entwickelt, die auf neu entstehende Berufe vorbereiten. Um frühzeitig Trends zu erkennen, steht die Bundesregierung außerdem in engem Austausch mit Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Neue Ideen fließen über das Hightech-Forum in den strategischen Dialog ein. Die Hightech-Strategie ist eine lernende Strategie, die offen bleibt für Neues. Sie bezieht verschiedene Sichtweisen ein, auch Ihre. Dafür gibt es Formate wie Online-Dialoge und regionale Veranstaltungen. Die Hightech-Strategie schafft Räume für Innovationen, die im Alltag ankommen und lädt zum Mitmachen ein. Wissen schafft Zukunft. Die Hightech-Strategie macht's möglich.